Hier soll sie entstehen, die geplante Niedertemperatur-Trocknungsanlage und ein geplanter Biogaskessel. Für die Anwohner ist dabei vor allem der rund 300.000 Euro teure Biogaskessel interessant. Denn mit diesem will Südzucker künftig verhindern, dass das mit Erde und Rübenschnitzel vermischte Waschwasser am Ende der Rübenkampagne zufriert und dann im Frühjahr den Gestank verursacht. Und zwar können wir da jetzt das Abwasser, das draußen in den Erdkassetten liegt, das zuckerhaltige Abwasser, können wir jetzt schon abbauen, damit nicht erst im Frühjahr, wenn es warm wird, das Ganze mit Lüfter, mit Belüftung, aerob unter Lufteinschluss abgebaut werden muss, sondern da wir das jetzt schon abbauen können, anaerob in unserer Anaerobanlage und mit dem Gas dann auch das Wasser wieder anwärmen. Eine gute Sache also für die Anwohner. Für das Südzuckerwerk selbst ist aber eigentlich die geplante zweistöckige Niedertrocknungsanlage noch wichtiger. Schließlich kostet die rund 8,7 Millionen Euro und soll dem Werk in Zeiten steigender Energiepreise künftig helfen, Energie zu sparen. Hier wird dann mit Restwärme Luft angewärmt und diese Luft dann über die Rübenschnitzel geführt, damit diese getrocknet werden mit warmer Luft. Sprich, Wärme, die bislang ungenutzt, zum Beispiel über den Kamin verloren geht, wird künftig auf diesen Niedertemperaturtrockner umgeleitet. Der Plattlinger Bau- und Umweltausschuss hat dem Vorhaben bereits grünes Licht gegeben. Im April sollen die Bauarbeiten beginnen und dann noch vor der neuen Rübenkampagne im Herbst abgeschlossen sein.